Ja, grüß euch und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir hatten heute den Plan, von Schloss Linderhof aus auf den Hennenkopf bzw. über den Hennenkopf zum Teufelstädtkopf zum Wandern, zur Schneeschnurwanderung. Das haben wir jetzt schon bisher zweimal probiert. Einmal im Sommer, da sind wir vom Gewitter überrascht worden, und auch einmal im Winter mit Schneeschuh. Da war dann aber der Schneefall dann doch zu stark, dass wir dann da wieder kurz vor Ziel umdrehen mussten. Und jetzt heute also der dritte Versuch. Die Tourendaten bzw. den Link zu meinem Autoactive-Profil, den setze ich wie immer in die Videobeschreibung. Wer diese Tour mal nachlaufen möchte, Sommer wie Winter, denn der Weg unterscheidet sich da nicht. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt mal viel Spaß beim Zuschauen und seid gespannt, ob wir es ja wie geplant geschafft haben oder ob wir Plan B machen mussten. Also dann viel Spaß schon mal. So, jetzt sind wir wieder da an dem Schild. Wir sind jetzt den Weg, den mussten wir selber spuren, 200 Meter gefolgt. Der Schnee ist immer tiefer geworden, der Hang immer steiler. Das ging jetzt über 30 Grad hinaus, wo man gequert ist. Und der Schnee hat auch langsam den Anschein gemacht, dass er gebunden wird. Und das sind alles Bedingungen. Und wir haben heute einen Dreier, bei dem man im Gelände eigentlich nicht mehr weitergehen soll. Das heißt, wir sind jetzt wieder runter auf den Weg und gehen jetzt weiter zu dem Brunnenkopfhaus und dann schauen wir mal, ob da vielleicht noch der Brunnenkopf möglich ist, und dann sehen wir mal weiter. Auf jeden Fall, das konnte ich jetzt nicht mehr verantworten, dass wir jetzt da lang gehen. Dann bis gleich. Thank you.
Ja, das war also Plan B. Der Brunnenkopf mit dem Torbestellkopf hat es ja, wie vorher schon bereits erwähnt, nicht geklappt. Aufgrund der Gesamtsituation, was Schneehöhe, Schneequalität und ja auch Lawinenlage anging. Und deswegen war Plan B der Brunnenkopf. Es ist immer schön, dass wir wenigstens noch einen kleinen Gipfel hatten. Auch wenn die Überschreitung vom Henningkopf bis hin zum Teufelstädtkopf jetzt schon zum dritten Mal nicht geklappt hat. Aber ein viertes Mal gibt es ja auch. Oder ein fünftes Mal, je nachdem. Irgendwann haut schon hin. manchmal hat man einfach solche Berge. Gut, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß bei der kurzen Tour. Und dann wünsche ich euch weiterhin einen schönen Winter in den Bergen. Seid vorsichtig, nehmt die Lawinenlageberichte ernst, schaut es euch an, beurteilt es vor Ort und daheim und dann kann fast nichts schief gehen. Also macht es gut. Servus.